Skilegende Rosi Mittermeier ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Das bestätigte die Familie dem Bayerischen Rundfunk. Die Rennläuferin starb nach schwerer Krebserkrankung in Garmisch-Partenkirchen. Mittermeier, die alle liebevoll Goldrosi nannten, gewann 1976 bei den Olympischen Winterspielen in Innsbruck 2 Goldmedaillen in der Abfahrt und im Slalom sowie die Silbermedaille im Riesenslalom. Die gebürtige Münchnerin wuchs an der Winkelmoosalm auf, wo die Eltern ein Gasthaus mit Skischule hatten. Aus der Ehe mit Christian Neureuther ging deren Sohn Felix hervor, ebenfalls ein erfolgreicher Skifahrer. Ihre Tochter Amelie Neureuther ist Modedesignerin. Mittermeier war ein Allround-Talent. Sie engagierte sich nach ihrem Karriereaus jahrzehntelang sozial, war unter anderem Schirmherrin der Deutschen Kinderräumerstiftung. Zudem war sie Unternehmerin, versuchte sich auch als Popsängerin, schrieb Bücher und war Mitglied im Nationalen Olympischen Komitee. Doch ihre große Liebe war und blieb immer Skifahren. Das reine Skifahren ist für mich immer noch das Schönste, was es gibt und wo mir immer das Herz aufgehen wird. Nun ist Goldrosi von uns gegangen und bleibt allen in bleibender Erinnerung.